Übergabe eines Förderbescheids in Tübingen. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hat fast 1 Million Euro an das Energielabor Tübingen überreicht. Das Projekt beschäftigt sich mit dem Einsatz erneuerbarer Energien. Ziel des Projekts ist eine ganzheitliche Analyse, wie sich die Energiewende konkret in der Universitätsstadt Tübingen umsetzen lässt. Dabei kommen Forscher aus den Bereichen Geoinformatik, Sozialgeografie, Verfahrenstechnik, Nachhaltigkeitswissenschaften und Ethik zusammen. Auch Tübinger Bürger sollen mit eingebunden werden.